Der Typ ist вообще дебил. Ja, Udo. Zur Mittagspause immer ein schönes 5.0. Ah, lecker. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator. Wir haben einen kleinen Fortschritt hinter uns gebracht. Ich habe jetzt offline tatsächlich so ein bisschen Zeit investiert. Ihr seht schon, der Kontostand ist seit dem letzten Mal ein bisschen gewachsen. Und wir sind fast Level 6. In der letzten Folge waren wir Level 4. Und mit dem Erreichen von Level 5 haben wir tatsächlich einen Sonderauftrag bekommen. Darauf erstmal Stößchen. Oh, das mundet. Bom, das Hotel. Das machen wir heute. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt da genau erwartet, aber Udo ist auch dabei heute. Ja, Udo, sag mal hallo. Amanis Jordan. Ja, siehste, freut er sich auch. Und das bedeutet, wir kümmern uns heute ums Hotel, haben unser 5.0 im Schlepptau und dann würde ich sagen, ab die Düse. Vorher wird nochmal gedappt. Oh, spiele 5 Stunden. Schon wieder Money bekommen. Ja, freuen wir uns. 300 Min geschuftet, Alter. Ja, da muss man sich auch erstmal belohnen. So, jetzt müssen wir ab zum Harpe. Wir parken hier nochmal ordentlich ein. Hiermit hätten wir übrigens immer unseren Bagger transportieren können. Aber ich finde, mit dem Bagger über die Straße zu fahren, finde ich auch supi. Also hätte man nicht unbedingt... Ach, weiß ich auch nicht. Harpe, was hast du zu erzählen? Vor ein paar Minuten hat die Direktion vom Hotel unten an der Küste angerufen. Irgendein Landschaftsgärtner erweitert dort derzeit die Grünflächen und sie brauchen kurzfristig eine größere Menge Erde und mehrere Paletten mit Pflanzen. Ja! Hört sich gut an. 4 Kubikmeter Erde. Vom Kieswerk. Das bedeutet, ich nehme den Absetzkipper mit, ne? Nicht hier den Schlepperlader da. Hier, das Dingsbums hier, Schlepperdings. Damit, da steht bestimmt ein Erdecontainer. Dann ballern wir mal eben rüber zum Kieswerk und gucken mal, ob wir da mit dem Absetzkipper da unseren Container bekommen. Um dann natürlich hier die Erde zu transportieren, Alter. Was fährst du auch auf deiner Straßenseite, verstehst du? Muss hier doch mal arbeiten, Alter. Jetzt sind wir beim Gärtner. Übrigens nochmal danke an alle, die jetzt hier Namen reinge... Danke übrigens an alle, die Namenvorschläge für die verschiedenen Händler gemacht haben. Witzigerweise habt ihr dem Gartenhändler unter anderem den Namen Gary gegeben. Gary, der Gartenhändler. Gartenhändler Gary ist aber eine Frau. Ich sag's nur. Also Gary, die Gartenhändlerin, Alter. Ich muss zum Kieswerk, ich Vollpfosten. 12 Sekunden später. Oh nee, ich habe das falsche Auto mit. Ah, das ist ja echt schade. Dann morgen. Ja, aber so ist das im Leben eines Handwerkers, verstehst du? Manchmal hast du halt die falsche Karre dabei. Oh, weia. Das ist aber gerade noch mal gut gegangen. Ach, guck mal, wir sind schon Level 6. Hier wird sich irgendwas wieder XP bekommen. Ja, unnormal belohnt. Prost. Piblet, Kalle. Gavno, Sabachi. Ja, Alkohol am Steuer ist gefährlich. Oh, shit. So, und jetzt gib mir die Kackerde her. Okay, das war einfach so drin. Kostet jetzt auch wieder $2000. Aber immerhin haben wir jetzt die Erde hinten drin und können jetzt mal eben rüberdüsen. Shit, wieder so ein Fick-Unfall. Deine Fahrkünste sind auch ein Unfall. Jetzt lass mich hier vorbei. Hier waren wir noch gar nicht gewesen. Das ist ein ganz neues Terror für mich, Alter. Terror. Guck mal, da steht ja schon einer. Ha, da kippen wir die Scheiße jetzt hier in die Grube. So. Noch ein bisschen justieren, aber nicht zu viel. Nein. Zack. Und jetzt muss die Kackerde hier einfach nur noch runter. Ist alles in Ordnung? Juckt den einfach nicht. Udo, wie soll ich den denn seine Arbeit machen lassen, wenn er gar nichts machen will, Alter? Der guckt ja nur zu. Oh, so, Frau Gary, können Sie mir mal eben hier ein bisschen Setzlinge geben schon wieder? Ich brauche ordentlich. Achso, ich muss die Kacke runterfahren. So, jetzt haben wir hier natürlich Platz. Ist alles okay mit dir, Alter? Frau Gary, gib mal her. So, Fichtensetzlinge. 6 Stück hat sie gesagt. Frau Gary. Warum stellen Sie das immer da oben hin? Da ist super schwer ranzukommen mit dem scheiß Gabelstapler. Können Sie das nicht mal da unten? Hier wäre alles, guck mal hier, alles frei. Aber nee, wir stellen das mal da oben hin. Und in der Mitte lassen wir einen frei. Weil am Ende haben wir uns dann gedacht, oh nee, ist uns doch zu hoch. Scheiße, noch eins. Rein und raus. Und absetzen. Rein. Ich bin nicht richtig drin, ne? Und absetzen. Super. Irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es für 6 ein bisschen eng werden könnte. Werden wir gleich sehen. Rein
und raus. Wir müssen jetzt ein bisschen Platz sparen, da hier agieren. Ich merke schon. Oh, scheiße. Oh, no. Sehr gut. Abgesetzt. Rein. Und raus. Und absetzen. So. Nein! Oh, Bottle Flip! I am the one. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Oh, fast direkt mit Anlauf rein da in den ins Loch. Oh. So, jetzt packen wir den einfach oben drauf. Und absetzen. Und raus. Schnell rausziehen. So. Ja! Es hat geklappt! Klasse! Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Also heute habe ich es aber mit den Unfällen. Na, Gott sei Dank habe ich die Ladung gesichert, sonst wäre mir der ganze Mist wieder runtergeplumpst. So, jetzt hier in den markierten Bereich. Man kennt das Problem. Erstmal Ladung entsichern. Das haben wir. Dann wieder rein. Und dann einfach hoch den Mist. Katsching! Na, das ging ja schnell. Vielen Dank für die prompte Lieferung. So haben wir uns das vorgestellt. Wenn nur alle Unternehmen so zuverlässig und zügig arbeiten würden wie Sie. Ja, was soll ich sagen? Die aller Ultras GmbH. Die gehen immer super nüchtern an die Sache, verstehst du das? Umzug in die Stadt. Yo, ich kann nach Fuchsberg ziehen, mir da die Firma aufbauen. Das machen wir nochmal eben. So, Vorarbeiter ansprechen. Bedeutet, wir fahren jetzt nochmal ins Kackdorf Wolfsheim, Alter, zum letzten Mal ungefähr. Und dann nehmen wir die ganze Scheiße, die wir haben, mit. Aber das geht auch fix. Weil wir baggern den Bagger einfach hinten drauf. Scheiße! Makler ansprechen. Jetzt müssen wir erstmal zum Makler fahren. Der steht aber schon quasi am Firmengelände. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal nochmal in die City zum Makler. Schnacken mit dem Bengel, fragen ihn, was das kostet und dann ziehen wir da ein. So, da sind wir doch mal hier angekommen jetzt hier am neuen Firmengelände und da steht er doch schon. Ach, guck mal, hier ist sogar eine Maklerin. Hallo, meine Herren, mein Name ist Ming. Ming Ming steht auf Bling Bling. Monatliche Pacht von 10.000, Geld. Cool. Hoppe! Mensch, Kalle, ich bin wirklich stolz auf dich. Das war die richtige Entscheidung. Danke, Harpe. Jetzt muss ich die ganze Scheiße hier natürlich herbringen. Achso, hier unten sind diese Stellplätze, oder was? Aha. Zacki, zacki. Das haben wir. So, Wolfsheim, da bin ich nochmal. Ein letztes Mal, du Drecksloch. Dann holen wir eben schnell den Anhänger ab. Ist ja easy. Nee. Nein. Wie mache ich das? Wie mache ich das noch? Wie kurbel ich die Kacke hoch? Ich wusste das mal. Der blinkt. Blinkt der schon immer? Ich hab Lämpchen. Ich hab Lämpchen auf O. Belohnend. Das wusste ich alles nicht. Aber wie kriege ich die Kacke hoch? Stützen einfahren, Stützen ausfahren. E und... Ey, soll ich... Jetzt kann ich diesen Anhänger nicht benutzen. Soll ich jetzt mit dem Scheißbagger bis in die City düsen oder was? Weißt du, wie lange das dauert? Ja, irgendwie konnte ich jetzt den Anhänger gar nicht richtig benutzen. Irgendwie ist er gebuggt oder so eine Scheiße. Jetzt müssen wir mal hoffen, dass ich den Bagger da trotzdem irgendwie raufbekomme und dann, dass die Luzi hier trotzdem losgehen kann. Weil ansonsten habe ich gleich echt ein riesen Problem, weil ich kann doch nicht mit dem Bagger quer durch die City düsen. Oh, scheiße. Oh, da ist was daneben gegangen. Ich weiß, dass ich von dem Anhänger eigentlich die Scheiße ausfahren kann. Aber wollen die ja nicht. Deswegen versuche ich jetzt hier irgendwie mit Krampf diesen Kack-Anhänger zu kommen, Alter. Also ich will ja gern den scheiß Anhänger benutzen. Ich kann das bestimmt von einem Typen machen lassen. Ha! Ich kann das ja einfach machen lassen. Okay, der Bagger steht hier jetzt noch. Und alle anderen Fahrzeuge auch. Vielleicht kann ich das Spiel austricksen. Ich habe jetzt mal versucht, den Dominik die Scheiße herfahren zu lassen. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Jawohl! Haha, wir haben das Spiel ausgetrickst. Geil! Mit der Fahrzeughalle kannst du die Anzahl der Baumaschinen über die Begrenzung der verfügbaren Parkplätze hinaus erhöhen. Im Fuhrparkmenü können Fahrzeuge und Anhänger ein- und ausgelagert werden. Oh, das ist unnormal belohnt. Da muss ich die Scheiße mit dem Anhänger da hoffentlich gar nicht mehr machen. Eingelagerte Fahrzeuge verursachen dabei nur die Hälfte ihrer monatlichen Unterhaltskosten. Ja, geil. So, damit sind wir jetzt hier in die City gezogen. Das bedeutet, vielleicht können wir jetzt hier doch noch ein bisschen mehr machen. Ich würde sagen, eine Folge gibt's auf jeden Fall noch. Und ich wünsche euch einen schönen Feierabend, ne? Prost! Ananis Jordan! Udo, halt den Sabbel!